Servus! In diesem Video wiederholen wir noch einmal die wichtigsten Konzepte, die wir für den gesamten Videozyklus zur Bearbeitung vom Arbeitsblatt Winkelfunktionen am Einheitskreis brauchen. Insbesondere gehen wir der Frage nach, was ist ein spitzer Winkel überhaupt? Wie konstruiert man ein rechtwinkliges Dreieck mit vorgegebenem Winkel? Wann sind zwei Dreiecke ähnlich zueinander? Und wie sind die Winkelfunktionen, also Sinus, Cosinus und Tangens, im rechtwinkligen Dreieck definiert? Wenn du diese Fragen noch einmal genauer bearbeiten möchtest, dann kann ich dir empfehlen, dass du dir das Arbeitsblatt Ähnlichkeit und Winkelfunktionen anschaust, welches du auf unserer Website findest. Meine Kollegin Johanna produziert gerade auch einen Videozyklus dazu, der dir sehr gut helfen kann, dieses Arbeitsblatt zu bearbeiten. In diesem Video schauen wir uns das erste Kasserl vom Arbeitsblatt Winkelfunktionen am Einheitskreis an. Das schaut so aus und wir fangen gleich mit der ersten Frage an. Also, gegeben ist ein spitzer Winkel Alpha und die Frage ist jetzt, in welchem Intervall ist Alpha? Das sind zwei Lücken und deine Aufgabe ist jetzt, dir zu überlegen, wie groß Alpha sein kann. Dazu wie immer 3 Sekunden Zeit, wenn du das Video pausieren möchtest, um mehr Zeit zu haben, um vielleicht nochmal etwas nachzuschlagen oder genau drüber nachzudenken, dann kannst du das jetzt tun. So, die Auflösung ist, dass Alpha im Bereich zwischen 0 und 90 Grad liegen muss. Winkel, die in diesem Bereich liegen, nennen wir einfach Spitzewinkel. Schauen wir uns jetzt gleich die Arbeitsaufträge, die als nächstes kommen, an. Erstens, beschreibe, wie du ein rechtwinkliges Dreieck konstruieren würdest, bei dem ein Winkel Alpha ist. Also ein Winkel soll vorgegeben sein und dieser Winkel Alpha soll, wie oben beschrieben, ein Spitzewinkel sein. Und dann die zweite Frage. Erkläre, weshalb alle solchen rechtwinkligen Dreiecke immer ähnlich sind. Wie immer, kurze Zeit zum Pausieren. Ich persönlich würde mit einer geraden Linie anfangen. Einfach irgendwo einen Punkt aussuchen und einfach mal so rüberziehen, egal wie lang es ist. Dann würde ich hier an diesem Punkt mit dem Geodreieck einen Winkel abschlagen. Das kann ich jetzt im Computer natürlich nicht machen, aber du zu Hause kannst es mit dem Geodreieck machen. Und so kann man sich irgendeinen Winkel konstruieren. Ich nehme mal so 38 Grad. Jetzt zeige ich diesen Winkel. Und jetzt lege ich das Geodreieck irgendwo an und konstruiere eine senkrechte Gerade. Und die kann ich jetzt hier unten irgendwo hinlegen. Und man sieht schon, es kommt immer so ein kleines Dreieck raus. Und dieses Dreieck hat immer einen rechten Winkel, weil so konstruieren wir diese Gerade. Und es hat auch immer einen Winkel von diesen 38 Grad, die wir vorher uns ausgesucht haben. Egal, ob ich sie so ganz, ganz, ganz nah oder ganz, ganz, ganz weit weg tue, diese 38 Grad bei Alpha, die bleiben gleich. Und wenn zwei Winkel gleich sind, ist auch der dritte Winkel gleich. Und wenn zwei Dreiecke, die gleichen Winkel haben, dann nennen wir sie ähnlich zueinander. Die entsprechenden Seitenverhältnisse sind in den ähnlichen Dreiecken immer gleich. Das heißt, wenn wir so ein rechtwinkliges Dreieck haben, mit einem gewissen Winkel Alpha, dann sind diese Seitenverhältnisse immer gleich zueinander. So, jetzt stehen hier so drei Brüche, das sollen Bruchstriche sein, das hier, und das hier und das hier. Und die Aufgabe ist jetzt, hier die richtigen Nenner und die richtigen Zähler hinzuschreiben, in Bezug auf diese Skizze, die hier gegeben ist. Ja? Ich gebe wieder so 3 Sekunden Zeit und du kannst gerne das Video pausieren, wenn du mehr Zeit benötigst. So. Zuallererst schauen wir uns den Sinus an. Der Sinus ist definiert als die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Achtung, Sinus von dem Winkel. Die Gegenkathete bezieht sich immer auf einen Winkel und es ist die, die im Dreieck dem Winkel gegenüber ist. Ja? Also man kann nicht sagen, das ist die Gegenkathete von dem Dreieck, sondern man muss wirklich sagen, das ist die Gegenkathete von dem Dreieck in Bezug auf diesen Winkel. Das habe ich gesagt, Sinus ist die Gegenkathete von dem Winkel, das ist in dem Fall das G, geteilt durch die Hypotenuse. Der Cosinus ist die Ankathete
Ankatheter heißt sie, weil sie an dem Winkel anliegt. Und genauso wie die Gegenkatheter hängt sie auch davon ab, welchen Winkel ich betrachte. Würde ich den Winkel da oben betrachten, würde diese Kathete nicht an dem Winkel anliegen. Aber wir betrachten Alpha, also liegt dieser Katheter hier an. Deswegen nennen wir sie einfach Ankatheter. Und der Cosinus ist definiert als die Ankatheter geteilt durch die Hypotenuse. Zu guter Letzt haben wir noch den Tangens von diesem Winkel. Und der Tangens ist definiert durch die Gegenkatheter durch die Ankatheter. Die Gegenkatheter war G, die Ankatheter war A, haben wir ja beide schon gehabt. Das heißt, ich kann das einfach so hinschreiben. Das ist G geteilt durch A. Und das war's schon.